Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem Pokémon-Kristall-Let's-Play, Part 26, glaube ich? Ich glaube, ja. Wir haben im letzten Part die gute Sandra besiegt. Wir haben uns den 8. Arena-Orden verdient. Wir mussten noch die Drachenprüfung machen, damit Sandra uns anerkennt. Und haben uns dann nochmal von Ebenholz City nach unten durch nach Neuborgia gekämpft. Haben vom Professor Lind den Meisterball bekommen und haben unsere ersten Schritte in Kanto gemacht. Und was mussten wir feststellen? Tja, Timmy kann kein Kaskade lernen. Was habe ich also getan? Ich habe nicht den Sklaven rausgeholt. Nein, ich habe Philipp rausgeholt. Nichts Geringeres als ein Suicune. Eins der anmutigsten, elegantesten, schönsten und coolsten Pokémon, die es gibt. I mean, look at this animation. Wow. Ja, und das kann Surfer und Kaskade lernen. Ist ja auch ein Wasser-Pokémon. Dementsprechend kann es das tun, ne? Weil Wasser-Pokémon können Wasser-VMs erlernen. Also manche werden jetzt sagen, oh, wie kannst du nur ein Legendary mit VMs verschmutzen? Aber ey, die kann man wieder, wieder verlernen. Und es waren nur Schmutzattacken, die ich verlernt habe. Und ich dachte mir, ey, wenn wir schon nicht mit Timmy hier durch können, dann müssen wir da einen guten Ausgleich finden. Und wir müssen halt den Wasserfall hoch und wieder runter. So, hier gab es, glaube ich, noch ein Item. Ah, guck mal. Habe ich mir gut gemerkt. Es ist sogar ein Mondstein. Damit könnten wir Pokémon wie Nidorino, Nidorina, Pipi weiterentwickeln zu einem Pixie oder einem Nidoking, einem Nidoqueen. So, wir geben jetzt einfach mal eine Brandbeere an Suicune. Einfach damit wir Platz haben für den Mondstein. Und dann werden wir uns mal durchkämpfen hier durch die Route. Naja gut, aber dass wir, also ich sag mal so, dass wir Timmy ablegen müssen, das ist irgendwie auch noch das Beste, was uns passieren konnte, weil Timmy kann ich in der Siegelstraße super easy hochtrainieren. Also das ist gar keine Mühe, ne? Andere Pokémon hätten es da schon schwerer, wenn ich die so viel nachtrainieren müsste. Da ist schon geiler, wenn ich die mit in die Trainerkämpfe nehmen kann. Das erspart mir wieder ein bisschen Mühe. Genau so würde Suicune Kaskade einsetzen. Ach ja, wundervoll. Genau dafür haben wir es gebraucht. Toll. Super. Echt super. Das ist richtig gut designt. Also, wow. Woo! Pokémon Kristall. Herrlich. Ja, ich liebe diese Turn. Aber ich muss auch sagen, so langsam bekomme ich Bock auf das nächste Projekt. Pokémon Platin schieß mich tot. Hab immer noch nicht nachgeguckt, wie das Romhack heißt. Hab's ja schon im letzten Part angekündigt. Wir werden einen Romhack spielen von Pokémon Platin im nächsten Projekt, also nach Pokémon Kristall hier auf dem Kanal. Freue ich mich auch schon drauf. So, ich glaube, sie hatte die ganze Bisasam-Entwicklungsreihe. Und wir haben Fluffy vorne. Also wird das ein easy win. Ich erwarte da jetzt schon ein paar One-Shots. Gut, Bisaflor ist tanky, aber Bisasam, Bisaknoss können wir schon mit einem Hit wegöckern, ne? Warum nicht? Jetzt kommt Bisaknosp. Aber ist auch schön, ne? Mir fällt gerade auf so, ey, das ist der erste Trainer in Kanto, den wir begegnen. Und sie hat die Bisasam-Entwicklungsreihe. Sprachen lernen, Bubble. Und das sind ja auch die ersten Pokémon im Pokédex. Also ist schon cool. Ist mir gerade das erste Mal so aufgefallen, dass das so ist. Kann man lassen. So, Bisaflor. Der endentwickelte Starter der ersten Generation. Trifft nicht mit Schlafpuder und wurde ganz knapp nicht gewone-shottet. Krass. Aber Bisaflor ist tanky, also ich habe es auch nicht erwartet. Ich hatte sogar erwartet, dass es mehr Leben übrig hat. Nach dem Flügelschlag. Die Maya wurde besiegt. Oh, du bist wirklich stark. Dankeschön. Wohin möchtest du mit den Pokémon? Zur Pokémon-Liga? Sind deine Pokémon loyal genug, um zu gewinnen? Ich werde das überprüfen. Ah, deine Pokémon vertrauen dir blind. Es ist schön, einen guten Trainer zu treffen. Hier ein Geschenk für deine Reise. TM 37. TM 37 enthält Sandsturm. Diese Attacke fügt beiden Kämpfern Schaden zu. Nur erfahrene Trainer sollten sie einsetzen. Setze sie ein, wenn du dich traust. Viel Glück! Ja, ist cool. Ist eine klassische Attacke, die Despotar gerne nutzt.
Aber ich habe jetzt nicht die Pokémon, mit denen ich diese Attacke nutzen würde. Wäre nur ein Nachteil. Worauf wir auch ganz genau achten müssen hier auf der Route, ist die TM Solarstrahl. Denn dann wird unser Bloody, unser Blubella, endlich ein vollwertiges Moveset bekommen. Mit Sonnentag und Solarstrahl. Da werde ich dann nämlich Giftpuder und Absorber für verlernen. Du siehst sehr stark aus. Ich will gegen dich kämpfen. Falls ihr miauen hört, das ist meine Katze. Die möchte Aufmerksamkeit. Hallo. Was ist denn los? Warum störst du meine Aufnahme? Willst du Kuschli machen? Hm? So, Magneton, das fängt ja super an. Da kann ich gleich umswitchen. Auf Leon, weil der kann eine Feuerattacke. So, habt ihr gehört? Ich kann es auch kaum glauben, dass ich das gerade gesagt habe. Aber Leon kann eine Feuerattacke. Feuersturm! Schön, schön. Ja, toll. Und als nächstes ein Morlord. Können wir gleich wieder wechseln. Auf Bloody. Kriegt hier jedermann sein Fett weg. Aber es ist eine coole Pokémon-Auswahl. Also der Astrainer hat ein cooles Team. Es könnte stärker gelevelt sein, weil wir haben jetzt einen Arena-Leiter mit Level 40 besiegt. Also Level 35 könnten die schon gerne sein, die Pokémon. Aber gut, das mit der Levelkurve ist eh so ein Ding in Pokémon-Kristall. Nicht das, was Pokémon Kristall ausmacht. Ich bin der Meinung, wir hatten schon drüber geredet, was Pokémon Kristall ausmacht in diesem Let's Play. Und es war nicht die Levelkurve und auch nicht die Moveset. Movesets. Ein Urwei kommt als nächstes in den Kampf. Das hätte auch ein Kokowai sein können, for real. Weiß ich nicht. Dann lassen wir Bloody Arts auch drinnen, ne? Das sehe ich nicht ein. Mit Rückkehr draufballern. Schlafpuder zeigt keine Wirkung. Da bin ich aber froh. Schön, schön, schön. Sag nichts. Lass mich raten, woran du denkst. Mhm. Ich weiß, du denkst darüber nach, zur Pokémon-Liga zu gehen. Das ist so dumm. Jeder, der hier lang geht, will zur Pokémon-Liga. Mal for real, das ist das Einzige, was es am Ende dieser Straße gibt. Also, die Siegestraße, aber danach die Pokémon-Liga. Cyril heißt er. Psycho-Cyril. Ein Starmie. Starmie ist cool. Da setzen wir erstmal Konfustrahl ein. Ich habe auch völlig vergessen, dass X-Part das kann. Hätte ich auch gegen Seetracking gut verwenden können. Aber dazu kam es ja nicht. Umso besser. Ja, Sandra haben wir echt gut hingekriegt. Ich hatte ein bisschen mehr Angst vor Sandra, weil Seetracking kann echt strong sein. Oh, es kann Genesung. Ja. Weiß ich nicht, Digga. Also, weiß ich nicht, muss das? Jetzt schon gar Bock mehr auf das Vieh. Ich brauche nur einen Volltreffer. Oh, oder er setzt Tackle ein. Das geht natürlich auch. Ich meine, es ist ein Starmie. Es kann Psycho-Attacken theoretisch. Wäre effektiv. Aber die KI sagt, nee, mache ich nicht. Sehe ich gar nicht ein. War Girafarig auch ein Unlicht-Pokémon oder ist das ein reines Normal-Pokémon? Ich weiß es nicht mehr. Normal-Unlicht wäre aber eine krasse, coole Kombi. Oh, es kann Konfusion. Oder war es ein Psycho-Pokémon? I don't know, Alter. Schreib mal in die Kommentare, welchen Typ Girafarig hat. Ich könnte es nachgucken, aber Zuschauerbindung und so. Bisschen interacten und so. Allgemein, ihr dürft mir gerne die Kommentare vollballern. Auch mit Vorschlägen, Kritik und allem drum und dran. Da könnt ihr alles reintun. Ne, ob ich davon jetzt alles übernehmen werde oder nicht, ne, das bleibt immer noch bei mir. Ne? Aber Videoideen,
Videokritik, Verbesserungsvorschläge, ne? Oder was ihr zum Beispiel cool findet oder was ihr überhaupt nicht cool findet, weil es vielleicht auch nicht euer Geschmack ist, tut's rein. Würde mich freuen. Das ist zu viel. Du bist gut, nicht wahr? Ich bin super gut. Ich bin crazy gut. Sandama schickt er in den Kampf. Ich glaube, da hole ich Bloody raus. Sandwirbel, das ist nicht so gut. Das fühle ich jetzt nicht so. Das hätte doch eher eine Schadensattacke einsetzen können, damit ich mit Absorber mir meine KP wiederholen kann. Ab jetzt treffen wir nichts mehr. Jo. Und jetzt kommt der Schlitzer. Ja, hat er gut gemacht. Das ist eine schlaue KI. Aber wir treffen trotzdem. Ich weiß nicht warum, aber der Schlitzer war gerade verdächtig schwach. Ist Bloody so tanky? Also ich war der Meinung, Bluebella war tanky, aber so tanky? I don't know. Aber anscheinend schon. Ich meine, den Hyperstrahl hat es von Zetra King auch locker weggesteckt. Und das ist immerhin auch eine physische Normalattacke. Klar, hatte kein Step drauf, Zetra King, aber Hyperstrahl ist Hyperstrahl. Dementsprechend war das schon crazy, ey. Wie ich dachte. So, tun wir mal Leon nach vorne. Obwohl, nee, wir tun mal Kante nach vorne. Warum nicht? Kante hat zu wenig Screentime. Aber auch er ist mittlerweile ein vollwertiges Mitglied. Zwar ist eine seiner stärksten Attacken erst in Kanto zugänglich. Und man kriegt sie nämlich von... Boah, wie heißt denn ihre seine Tochter noch? Die fünfte Arena-Leiterin auf jeden Fall. Ich habe ihren Namen vergessen. Die gibt uns die TM Toxin, wenn wir gegen sie gewinnen. Und Toxin ist natürlich super stark. Auf einem Smogmog. Aber ey, wir haben Schlammbad, wir haben Rückkehr. Ach, und sie ein Wasser-Psycho-Pokémon. Können wir gleich wieder austauschen. Danke für gar nichts an dieser Stelle. Ja, das war auch wieder genug Screentime für Kante, ne? Der hat sonst immer zu viel. Ihr wisst ja, Kante hat zu viel Screentime. Ich merke gerade, ich habe meine Smartwatch nicht aufgeladen. Habe ich das Kabel hier? Nö. Dann lade ich sie auch nicht auf. So, Absorber. Holen wir uns die KP wieder zurück. Absorber hat halt auch keine hohe Base-Strength, ne? Also es ist schon anstrengend, dass es immer noch nur Absorber hat. So ein Megasauger wäre schon angebracht gewesen. Dauert halt alles ein bisschen länger. Vor allem, wenn es Genesung hat. Danke für gar nichts. Oh Mann. Oh Mann. Der will jetzt noch nicht ewig. Es tut dem Kopf weh. Bitte hör auf damit. Du quälst mich. Oh, das war ein Volltreffer. Junge. Komm, noch ein Volltreffer hier. Ich setze jetzt Stachelspore ein. Wenn es jetzt was anderes einsetzt, ne? Okay.
Starre Spore sollte eigentlich nachhelfen, weil die Paralyse dann uns dann den Kill geben kann, wenn Starre Spore trifft. Jetzt ist es wieder full life. Nein, jetzt setzt es Blutstrahl ein. Ach so, klar. Jawohl, da ist die Starre Spore. So, und jetzt gehen wir den Absorber drauf und dann wird das auch was. Sogar heute noch. Das ist genau die exakte Beschreibung von dem Sound, der gerade kam. So, Stami ist besiegt. Reicht auch wieder. Du hast uns Zeit gekostet. Die Leute wollen was sehen hier. Respektlos. Na gut, mit Solarstrahl hätten wir das Problem halt auch nicht, ne? Das war erst eins von dreien. Oh no. So, ein Boden-Pokémon. Bodengift. Dann drücke ich Rückkehr. Ich hätte jetzt Timmy genommen, aber Timmy ist nicht dabei. Aus Gründen. Im schlimmsten Fall muss ich halt auf Suicune wechseln, aber naja, die EP jetzt an Suicune zu vergeben, wäre nicht sinnig, weil Suicune ist eigentlich nicht im Team. An sich wäre es aber auch cool, es zu benutzen. Aber die EP wären Verschwendung. Und Bloody kriegt das gut hin. Rückkehr ist eine strong Attacke, muss ich sagen. Habe ich früher nie wirklich benutzt. Nie. Also, ich konnte auch nichts damit anfangen. Ich war einfach auch als Kind zu dumm, um zu kapieren, was Rückkehr macht. So, gleich auf Stachelspore. Gar nicht erst die Zeit hier verlieren. Gar nicht erst die Zeit verlieren. Wir können uns gleich eh wieder voll heilen. Wir haben Zeit. Ja. Endlich mal beim ersten Mal gehittet hier. Stami hat auch eine coole Eingangsanimation, ne? Mit diesen Drehen hinten so. Ist schon nice. Stami allgemein. Ist ein simples Design, aber ist cool. So, jetzt wird es gleich wieder versuchen, Genesung zu spammen. Ich hoffe, dass die Paralyse einfach da hittet. So, Blubstrahl, okay. Nee, okay, alles klar. Haben Glück gehabt. Hat keine Chance mehr für eine Genesung. I'm sorry, dude. Wunderbar. Oh, du bist viel zu stark. Ich weiß. Schon hier schon Runde 26? Wo ist Solarstrahl? Okay, Leute, jetzt geht die Sucherei los, weil... Ah, da unten ist es, glaube ich. I see da unten was. Da, seht ihr es? Das muss Solarstrahl sein. Ah ja, okay. Ich habe es mir schon gedacht. Jetzt surfen wir da mal eben hin. Okay, das war schneller als gedacht und es ist nicht das Item, was wir gesucht haben. Es ist ein Sonderbonbon. Es ist einfach ein fucking Sonderbonbon. Okay. Irgendwo hier muss Solarstrahl sein. Wo könnte Solarstrahl noch sein? Da geht's nicht weiter. Tja, dann wissen wir, was wir diesen Part noch machen, ne? Wir suchen Solarstrahl. Geht nur Route 26 halt im nächsten Part weiter. Es ist kurios. Es ist kurios. Da unten ist auch noch eins. Warte mal. Kann es sein, dass da Solarstrahl ist und wir hier runter müssen? Ah, okay. Wir brauchen Whirlpool für das Ding. Hab verstanden, gut.
Okay, 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 okay. Ja, das Ding ist, dass ich jetzt zu Ikonen Whirlpool beibringen muss. Jetzt wird's langsam kriminell. Aber gut, wir wollen es ja eh nicht hier richtig im Kampf einsetzen und ist schon in Ordnung. Verlernen wir halt Regentanz dafür. Weil Blubstrahl will ich nicht verlernen. Blubstrahl ist eigentlich eine coole Attacke. Ich mag Blubstrahl. Fürs Midgame ideal. Wasser-Pokémon mit Blubstrahl sind ein Selbstgänger. Ja, da haben wir Suicune jetzt komplett misshandelt. Excuse me, what the actual fuck are you doing in my... Aber dafür kriegen wir diese nervigen Strudel weg. Und ein Trainer. Will uns noch Solarstrahl abzwitschern, so wie das aussieht hier. Vogelfänger Elmar. Los, Kante! Setz Schlammbad ein. Ah, oh, guter Schaden plus Vergiftung, Alter. Was geht da denn ab? Da schon krass. Not bad, not bad. Oh, meine Katze schläft auf meinem Sitzsack. Oh, ist ein cute boy. Zwitscher! Der Typ ist creepy. Oh nein. Oh. Hallo, Samwise. Dein Kamerad Erich. Ich sah, wie du in die Drachenhöhle gingst. Ja, ich bin sicher, du hast bestanden. Nur keine falsche Bescheidenheit. Du kannst nicht scheitern. Ich hasse es, bei dir auflegen zu müssen. Bis später. Ich fühle mich ziemlich schmutzig, wenn ich das mache. TM22, wow! Das wollten wir. Genau das wollten wir haben, Alter. Bluebella wird jetzt einfach super strong down. Denn mit TM22 haben wir neben TM11, glaube ich, Sonntag, die perfekte Kombi für Bloody. Und da Bloody auch recht tanky ist, kriegt es Sonntag einen Solarstrahl locker raus. Was ich super finde. So, Giftpuder und Absorber werden dafür geopfert. Ich finde Stachelspore immer ein Stück geiler. Weil wir haben Vergiftung über Kante, so. Und wenn wir dann schon einen Sandwirbel drauf haben, zwei, dreimal. Und dann haben wir noch Paralyse drauf, ist perfekt. Ne? Ist einfach geiler. Okay, jeder kann Sonntag erlernen. Ey, wir könnten Leon noch eine zweite Feuerattacke beibringen. Wow! Nee, machen wir aber nicht. Und Bloody kann das schön selber machen. So, ganz ehrlich, Absorber, klar, cool, KP wieder kriegen, aber es ist kein Gigasauger oder so. Und brauchen wir auch nicht. Nicht unbedingt. Na. Ja, Leute, aber das war's dann auch schon wieder mit diesem Part. Weil wir haben jetzt Route 27 durch, wir haben Solarstrahl gefunden. Jetzt noch mit Route 26 anfangen, bringt es, glaube ich, auch nichts mehr. Demnach würde ich sagen, freut euch auf den nächsten Part. Da werden wir hoffentlich die Siegestraße erreichen. Vielleicht sogar durchkriegen, die ist nicht so lang wie in Kanto, wie in der ersten Gen. Und ich hoffe, euch hat dieser Part hier gefallen, auch wenn wir jetzt nicht so viel gesehen haben. Like, Kommentar und Abo, das wären so die drei Dinge, über die würde ich mich einfach mega freuen, wie neben Support und so. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Part wieder und ich wünsche euch noch einen schönen guten Morgen, Abend, Ostern, Weihnachten, weiß ich nicht, Einschulung, keine Ahnung. Tschüssi, ne? Bis dann.